Hallo und herzlich willkommen zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass ihr wieder da seid. Seit Tagen läuft nur eine Aufnahme, eine Musik bei mir zu Hause, nämlich John Williams in Vienna. Und das ist hier die Vinylausgabe. Bei mir läuft die CD, die Blu-ray läuft, Apple Music läuft. Und das ist jetzt noch meine verschlossene Vinyl-Doppelalbum. Und die Musik ist phänomenal. Ich war am 18. Januar 2020 in Wien. Ich war im Goldenen Saal und des Musikvereins und habe John Williams genossen mit Ann-Sophie Mutter und den Wiener Philharmonikern. Hier ist der Datenträger, hier ist die Vinyl-Doppel-LP. Aber, es gibt noch was Besonderes. Es gibt noch was richtig Besonderes. Das ist hier gekommen. Die Deutsche Grammophon hat ein Album veröffentlicht, nämlich das gleiche, aber in einer besonderen Ausgabe. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Das Ding ist limitiert auf 1000 Exemplare und ich habe Glück gehabt. Ich habe eins bekommen. Man muss es direkt bestellen bei der Deutschen Grammophon. Also es geht nicht über irgendwelche Online-Shops, sondern kein Amazon dieser Welt, sondern, ach Gott, ist das ja verpackt. Super verpackt, machen wir es so, sondern direkt bei der Deutschen Grammophon. Das habe ich gemacht und habe viel Geld dagelassen. Und da ist das Album. Nämlich, ja, das gleiche Album. Was ist daran so besonders? Ja. Also, mein bisherige Doppel-LP und das ist die Vinylplatte von der Deutschen Grammophon. Sieht von außen genau aus. Jetzt gucken wir mal nach hinten. Sind die gleichen Stücke drauf? Jawohl. Aber bei der Grammophon steht da unten limitierte Auflage, 1000 Stück. Ich habe die Nummer 100, wo sind denn hier? Die Nummer 151. Bei der anderen Ausgabe, nichts drauf. So, und die gucken wir uns jetzt mal an. Also bei der klassischen Ausgabe ist schwarzes Vinyl 180 Gramm und hier ist was Besonderes. Und das gucken wir jetzt mal an. Machen wir mal auf. Jetzt machen wir mal auf. Nehmen hier mal die Folie ab. Schön, ah, schauen wir, hier ist total schön gemacht. Das ist hier, das ist Gold. Ah, das ist Gold, das ist Gold, das ist reines Gold. Nein, das ist nicht. Also, so sieht das Ding von innen aus. So. Sieht die andere auch so aus, aber jetzt kommt's. Als allererstes ist dabei, da ist es, ein Zertifikation, ein Zertifikat, ein Briefchen von John Williams mit aufgedruckter Unterschrift. Ja, ich hätte gerne eine Originalunterschrift. Nein, ich habe sie nicht bekommen. Jetzt habe ich eine aufgedruckte Unterschrift von John Williams, wo er sagt, das ist ein Privileg und so weiter und super und alles toll. Ist genial. Das ist das eine. Und das zweite, was sich von der bisherigen Ausgabe unterscheidet, ich habe jetzt hier mal eine Schallplatte rausgenommen und sie ist auf goldenem oder naja, goldähnlichen Vinyl gedruckt. Schön. Die andere ist klassisch in Schwarz. Und wenn man mal genau hinguckt, da sind auch so schön Schlieren drauf. Sie sah super aus. Wie gesagt, limitiert auf 1000 Exemplare. 151. Ausgabe habe ich. Ich hätte gerne die 42., aber man konnte nicht sagen, was man wollte. Man konnte es schon, aber es interessiert halt keinen. Aber boah, John Williams in Vienna, die Sonderausgabe. Gucken wir mal auf der anderen Seite, auch noch was drin ist, durch Zufall, aber eigentlich müsste es gewesen sein. Das ist die andere auch Seite. Auch die ist, ihr seht es, in Vinyl. Ich muss sie ja nicht rausholen, weil die kommt gleich ins Archiv. Aber ich wollte euch das Unboxing zeigen. Johnny, 88 Jahre mittlerweile, du bist eine Wucht. Es war mir ein enormes Vergnügen, am 18. Januar deine Musik live zu hören. Und dann kam Corona, dann ging nichts mehr. Jetzt höre ich es von Datenträger John Williams, einer meiner Helden. Danke und viel Spaß. Gebt mir ein Like.